Und vor allen Dingen werden wir das Auto auffüllen. Das Wasser für das Auto. Hm? Und wir wollen in Schnee. Ich werde jetzt erstmal die Plakette kleben. Genau. Und dann werden wir. Gut, es war zwar immer mal ein bisschen langsam, aber ansonsten. Weil wir waren bei einem Volkswagen-Händler. Und Volkswagen-Mobilisation. Und ich glaube, das wird uns schmecken. Von daher, guten Hunger. Ja, wir haben alles schon fertig gemacht, haben abgewaschen. Hohoho und willkommen, liebe Zielgruppe, zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Es ist heute der zweite Weihnachtstag, deshalb habe ich die Weihnachtsbommel noch auf. Morgen wollen wir los. Morgen wollen wir zum Wintercamping. Die Sachen sind gepackt und wo es genau hingeht, wissen wir noch nicht. Ziel ist aber eigentlich dahin. So, zu unserer wichtigsten Utensilien gehört natürlich unsere Checkliste. Ein paar Sachen sind da schon abgearbeitet, wie man sehen kann, vielleicht ein paar Kreuze schon gemacht sind. Genau, der Marcel zeigt das nochmal richtig. Und ja, wir werden jetzt die Sachen nach und nach abarbeiten, damit wir auch nichts vergessen. Und vor allen Dingen werden wir das Auto auffüllen, das Wasser für das Auto. So, wir sind unterwegs. Ja. Gepackt ist alles. Stefan kann ja mal kurz nach hinten nochmal zeigen, ne, nach da unten. Ja, haben wir ja gestern schon angefangen. Heute haben wir den 27. Dezember. Hm. Und wir wollten in Schnee. Wir wollten auch noch mehr machen. Also Aldi haben wir geschafft. Wir wollten auch noch was auftanken lassen. Ja, AdBlue will das Auto unbedingt haben. 2300 Kilometer, sagt er gerade, ne? Oder 2,2? 2,3, ja. Also bisschen mehr als 2000. Hm. Ja, wir haben, es gibt eine Aktion von Volkswagen, weil wir haben ja dieses wunderbare Zwangsupdate gemacht. Mhm. Und da dürfen wir AdBlue nachfüllen. Ja, unsere Heim... Mal AdBlue nachfüllen. Genau, Heim- und Hofwerkstatt ist leider nicht offen. Die haben ihre gepflegten Winterferien oder Weihnachtsferien, haben es auch verdient, machen ja hier einen guten Job. Genau. Ja, wir müssen noch zum ADAC, denn diesmal kaufen wir uns eine Plakette. Und für was brauchen wir jetzt eine Plakette? Also entweder Österreich oder die Schweiz. Wo fahren wir jetzt hin? In die Schweiz. Genau, wir wollen nochmal in die Schweiz für knapp 4 Tage und wir wollen unbedingt Schnee sehen und wir wissen, dass in der Schweiz was ist. Vielleicht müssen wir auch noch nach Österreich rüber. Wir werden uns einfach schauen überraschen wir mal. Lassen. Auf jeden Fall, es geht in den Schnee. Wir machen Wintercamping. So ist es. Ich glaube, das erste Mal so richtig, ne? Also wir versuchen es, wenn ja. Schnee liegt. Aktuell sagen die, es wäre wohl Schnee da, aber natürlich nicht im Tal, sondern man muss schon ein bisschen hochfahren. Genau. Von daher, da gestaltet sich es dann vielleicht auch ein bisschen schwieriger mit den Plätzen, aber das werden wir dann einfach alles spontan sehen. Wir werden folgendes, wenn kein Schnee ist, fahren wir nach St. Moritz, da sind die ganzen Kokser und da liegt bestimmt Schnee auf dem Tisch. Ja, ja. Dann machen wir es halt so. Sieht ein bisschen komisch aus, wenn wir über den Tisch mit diesen Schuhen dann drüber laufen, aber tja, ist nun mal so. Wie auch immer. Gut, wir fahren jetzt Richtung Göttingen, da ist nämlich der ADAC, wo wir hinwollen. Und ja, dann melden wir uns von dort nochmal und momentan sieht alles gut aus. Kein Stau. Nicht so viel, genau, auf Holz klopfen. Na, 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 ja, das ist kein Holz. Da hinten ist Holz. Ist ein ganz schöner Holzkopf. Ja, gut, ja. Dann wollen wir mal los. Bis dann. Angekommen in Göttingen und sind schon wieder raus aus dem ADAC. Wir haben's. Genau. Tada. Und natürlich wieder mal Material, damit wir uns ein bisschen informieren können, da wo wir hinfahren wollen. Ja, war natürlich jetzt schon super. Ich weiß gar nicht, wie lang diese Baustelle da geht von A7. Also die geht ja fast bis Göttingen. Ist nervig. Also und dann immer steht noch 3 Kilometer, noch 2 Kilometer, ja. Dann sind das immer diese Einengungen, die so lange gehen, wo man denkt, ihr habt doch einen Macken. Aber naja, so ist das. Deutsche und Verkehrsplaner, ne, die können halt einfach nichts. Genau. Ich werde jetzt erstmal die Plakette kleben. Genau. Und dann werden wir weiter fahren. Mal gucken, wo wir dann irgendwo
einen Break machen. Ob wir einen Break machen, das wissen wir auch noch nicht. Vielleicht ziehen wir auch für dich durch, weil wir sagen können, es rollt jetzt. Viel Zeit haben wir nicht mehr, wo es dreispurig ist. Nach dem, was hat er gesagt? Hattenbacher Dreieck. Genau, Hattenbacher Dreieck. Da müssen wir entscheiden, ob über die B5, über die A5 oder über die A7. Wir werden die A7 natürlich nehmen, weil die direkt bis nach. Richtung Bodensee geht's weiter. Genau, das ist der Plan. Lindau, da wollen wir heute auf jeden Fall hinkommen. Und ja, mal schauen, ob wir das jetzt innerhalb der nächsten 5 bis 6 Stunden schaffen oder ob es doch länger dauert. Aber wir hoffen auf das Bessere. Bis später. Ach ja. Der Stau hat uns wieder. Wie genau. Immer. Ich glaube, die A7 ohne Stau gibt es nicht. Nein. Aber also man muss wirklich sagen, wir haben jetzt 450 Kilometer gemacht in... Über 4 Stunden. Ja, ganz bisschen als mehr als 4 Stunden. Also es ging sonst gut. Es war zwar immer mal ein bisschen langsam, aber ansonsten konnte man auch ein bisschen Gas geben. Genau. Verbrauch steigt natürlich, logisch. Ja, du bist ja zwischenzeitlich zwischen 170 und 180 gefahren. Das ist der Vorteil natürlich an einem Bulli. Du kannst schnell fahren, wenn du es mal brauchst. Bei so einem Wohnmobilkastenwagen hat man dann, wo man sagen kann, so, wer rennt bitte hinterher und immer Sprit nachschütten. Ja. Das wäre ein bisschen deftig. Wir haben jetzt so Pi mal Daumen noch knappe 200 Kilometer bis Lindau. Ja. Das Wetter wird schlechter. Das muss man halt auch dazu sagen. Was machen wir in Lindau? Ja, da werden wir auf jeden Fall zu einem Autohaus fahren, weil wir auf jeden Fall nochmal AdBlue nachtanken wollen. Ich wollte sagen, keine Angst, der Wagen ist nicht kaputt. Ich meine, Wunder ist es, wäre es jetzt auch nicht, aber er läuft. Genau, toi toi toi. Aber AdBlue will er halt mal wieder haben. Jetzt haben wir ja gesagt vorhin schon, ja, bevor wir losgefahren sind, dass wir AdBlue nachtanken wollen. Du kannst ja, hast ja durch das Zwangsupdate, wie gesagt, 8 Füllungen bekommen, 7 hast du noch. Richtig. Und wir würden es gerne lieber in Deutschland machen. Soll zwar europaweit gehen, aber das ist besser, wenn wir es, glaube ich, in Deutschland machen, weil da verstehen wir sie wenigstens. Ja, die haben ja noch oft. Naja, Schweiz würdest du auch verstehen, Österreich würdest du verstehen. Aber Italien? Okay, so weit fahren wir diesmal nicht. Ja, dann kannst du sagen, in Englisch das und dann ist das auch gut. Das geht schon. Genau, AdBlue ist ja Gott sei Dank schon Englisch. Markennamen. Ja, in Englisch. Ja. AdBlue. Ja, wie gesagt, dann wollen wir auf jeden Fall, werden wir auch da wahrscheinlich in Deutschland nochmal tanken, weil wir ja 2 Gutscheine bekommen haben. Die werden wir dann da einlösen. Ist zwar teurer als in Dings, Bums, wie nennt sich das? In Österreich, das Österreich. War in irgendwas mit Hobranz, so eine Art. Oder irgendwie sowas, ja. War nicht ganz, was war das, was du gesagt hast sonst immer? Regens, nicht ganz. Nee. Kurz davor. Auf jeden Fall, wir werden für 30 Euro werden wir in Lindau tanken, den Rest werden wir dann in Dings nachtanken. Hm? In Hörbrands, damit wir voll getankt sind für die Schweiz. Jo. Ja. Morgen früh werden wir auch nochmal einkaufen, dass wir nicht unbedingt in der Schweiz Lebensmittel kaufen müssen, weil genau. Das geht ja nun mal in Deutschland und auch selbst wenn wir zu Billa in Österreich fahren, ist es günstiger als in der Schweiz. Für 2 Tage Essen für heute müssen wir uns gar keine Gedanken machen, das ist richtig gut, weil wir haben Essen von gestern mitgenommen. Sogar noch was Leckeres. Ja. Ein Festtagsessen. Gab es gestern, haben wir auf unser Instagram-Seite gepostet. Jetzt braucht ihr nicht zur Instagram-Seite gehen und gucken, oh Gott, was haben sie denn da gepostet? Das macht keinen Sinn, weil das Video kommt glaube ich 2 Monate später. Ja. Als der Post, also guckt da nicht. Ihr könnt trotzdem auf unsere Facebook-Seite natürlich gucken oder auf unsere super tollen Internetseite. Kreuzfahrtbulli.com kann man ja jetzt öfters mal erwähnen. Genau. Jetzt, wo wir sie endlich fertiggestellt haben, wenn ihr es seht, die ist schon längst fertig, aber wie gesagt. Ja. Wir haben hier noch ein paar Kilometer Stau, weil hier ist so ein Tunnel in Baden-Württemberg, der wird gerade eine Röhre gemacht und deshalb dauert es ein bisschen. Ja, und wir melden uns dann von unserem
von unserem Schlafplatz in Lindau. Genau. Wieder, weil wir haben jetzt genug gelabert im Stau und das reicht erstmal aus. Bis später. Bis später. Wir sind wieder auf unserem Platz, den wir im November befahren haben. Also den Platz, den wir bei Park4Night gefunden haben. Ja, und erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Ich glaube, so halt geht der Spruch. Ja, das kann man so sagen. Du fährst einen Volkswagen. Besser gesagt, ein Volkswagen-Nutzfahrzeug. Und die können da nicht auffüllen. Weil wir waren bei einem Volkswagenhändler und Volkswagenhändler können kein AdBlue nachfüllen. Also können sie schon in die Volkswagenfahrzeuge, aber nicht in die Nutzfahrzeuge. Ja, das hätte jetzt dann Geld gekostet. Also sie hätten das gemacht, kein Problem, hätte uns jetzt Geld gekostet. Ja, nett waren sie. Das auf jeden Fall. Nett waren sie. Also das auf jeden Fall. Aber es war halt, ja, mal wieder ein Problem für den VW-Bus was zu kriegen, obwohl VW sich da selbst ja, ich sag mal, ein Ei mit reingesetzt hat, aber für den Kunden, der muss halt leiden, ist halt so. Ja, sie hatten uns angeboten, wir hätten jetzt irgendwie nach Wangen fahren können oder woanders, aber da haben wir gesagt, nee, also das machen wir jetzt auf keinen Fall. Wir überlegen uns das mit dem AdBlue jetzt noch, also 1600 Kilometer können wir wohl noch fahren, also da sind wir mal gespannt, wie wir das machen. Ja, dann hatten wir ja gesagt, dass wir lecker essen haben. Tja, das war das zweite Ding, was leider nicht so kommt, wie wir jetzt uns gedacht haben, weil ich habe leider die falsche Lok- und Lokdose gegriffen. Und dementsprechend, wir haben zwar Rotkohl und wir haben auch die Kartoffeln von zu Hause, aber wir haben leider nicht das leckere Wildschwein-Gulasch von gestern. Tja. Also gibt es heute, was mache ich denn, Marcel? Was gibt es heute Schönes? Ja, heute Kartoffeln auf jeden Fall schon. Kartoffeln mal. Gibt es, Rotkohl, das gibt's auch. Ja. Und dann gibt es halt das hier. Tja. Jetzt müsst ihr halt erraten, was das ist. Oder Stefan verrät es euch einfach. Ich verrate es. Es hat auch was mit Schwein zu tun. Nämlich ist es normales Schwein. Kein Wildschwein, aber normales Schwein. Es ist Filet. Und das brate ich auch so ein bisschen an. Und dann wird das auch uns munden. Das wird schon gehen. Genau. So, ich muss mal die andere Hand nehmen. Wird doch ganz schön schwer, das Teil. Und ja, das heißt, wir werden uns jetzt was zum Essen machen. Ich werde jetzt mir noch so ein Liquidzeug rein tun, so ein Hustenliquid, weil der Rachen ist ganz schön geschwollen. Also passend wieder zur Reise fängt es an, ein bisschen zu nerven. Aber naja, dafür gibt es ja so ein Zeug hier und das ist wunderbar, auch für dich für unterwegs. Und schmeckt sogar einigermaßen. Das muss ich jetzt bloß durchkneten und weil ich dafür jetzt beide Hände brauche, muss ich die Kamera weglegen. Und das heißt, wir melden uns, wenn das Essen fertig ist, einfach nochmal wieder. So, Essen ist fertig. Rotkohl, Schweinegeschnetzeltes, also beziehungsweise... Das ist ja, genau, Schweinefilet, jetzt haben wir es. Müssen wir überlegen, wie das jetzt noch mehr hieß. Und noch ein paar Kartoffeln dazu. Also Improvisation und ich glaube, das wird uns schmecken. Von daher, guten Hunger. Ah ja, unser neuer Tannenbaum. Falls, ich glaube, da musst du das Licht ausmachen. Der geht auch in verschiedenen Farben. Aber genug mit der Spielerei. Guten Hunger. So, wir haben es 19.43 Uhr, Viertel vor 8 oder 3, Viertel 8, je nachdem, welchen Sprachgebrauch man hat. Haben wir es jetzt, also Essen hat lecker gekocht. Also Stefan hat da wirklich wieder das Beste draus gemacht, dafür, dass ich Trottel, ja, die falsche Dose mitgenommen habe. Aber dafür haben wir jetzt zu Hause nochmal Wildschwein-Gulasch. Das ist dann auch was Gutes. Ja, wir haben alles schon fertig gemacht, haben abgewaschen und... Ich denke, man sieht es, ich muss mal so nebenbei gucken, was der da macht. Man sieht da schon einen Unterschied, oder? Zu sonst immer? Ja, ja.
Und zwar haben wir uns das in erster Linie erstmal bei der Katja, das ist ja diese Sternfotografin, Stern- oder Himmelsfotografie macht sie aus Helmstedt. Und Kai hat es schon die ganze Zeit auch gehabt. Astrofotografie. Astrofotografie, Entschuldigung, Astrofotografie macht sie. Und ja, und jetzt haben wir gedacht, das, was Kai und Katja kann, das können wir auch. Und wir haben uns jetzt endlich so einen wunderbaren Fond hier reingemacht. Und das muss ich sagen, das hat Stefan alles entsprechend fertig genäht. Und was richtig cool ist, da kommt man bloß jetzt wahrscheinlich nicht ran, oder? Wo ist denn die? Da links. Da links. Ganz hinten in der Ecke links. Ganz hinten in der Ecke links. Von mir aus links natürlich. Aus den Resten, ja, bei mir rechts. Aus den Resten hat Stefan sogar noch eine Tasche genäht. Ja, für hinten auch noch etwas, wenn man hier duschen möchte, dass man das alles wirklich wunderbar vorhängen kann. Also richtig coole Sache, der ganze Vorhang. Der ist auch so gemacht, dass man das theoretisch hier vorhängen kann. Also so wie das Kaya hat in seinem Auto. Wir machen es lieber so. Und ja, damit sind die magischen Haken, die wir dort und dort hatten, überflüssig. Weil wie gesagt, da ist uns ja so ein kleines Malheur passiert. Und das passiert jetzt nicht mehr. Vorne haben wir noch die magischen Haken, also dahinter sind die versteckt. Da kann man ein Handtuch hinhängen oder irgendetwas anderes. Auf jeden Fall coole Sache. Ist jetzt die zweite Nacht, die wir das haben. Und ja, mal schauen, wie das jetzt die Nacht ist. Jetzt ist ja hier keine Lampe, also gehe ich davon aus, es ist wunderbar dunkel heute. Und ja, jetzt werden wir uns hinlegen. Mal schauen, was wir jetzt noch machen, ob wir noch einen Film gucken oder YouTube uns noch anschauen übers Handy. Das lassen wir uns jetzt mal spontan überlegen, entscheiden und dann tun. Und dann würde ich sagen, das war's für heute. Es kommt jetzt keine Uhr oder irgendetwas, weil wir haben genug gelabert. Das reicht für ein Video. Deshalb wünschen wir euch eine gute Nacht und bis morgen, also sprich im nächsten Teil. Something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight. That look in your eyes got me begging for more. Jo, und dann werden wir heute auf jeden Fall. Genau. Ich habe gehört, das schaffen manch andere. Was heißt? Ausfahrt auf die Straße verlassen. Wir waren bei der Radtankstelle. Meine Güte, sind die mal gefahren. Wir waren aber doch zu langsam. Das ist schon ein bisschen kühler. Das ist schön kühl, ja. Aber es ist in Ordnung. So wollten wir das. Und aufpassen, dass. Ja, jetzt mit Beleuchtung. Jetzt vielleicht mit Beleuchtung. Schmeckt es ja auch. Also wir lassen uns mal überraschen. Wir hoffen es. Stern. Eine Lampe. Genau, das haben wir auch. Ja, wenn alles schneebedeckt ist. Da ist der Bahnhof. Gehen aber doch mal zur Seite. Ja, also definitiv. Winter zu haben. Also hier unten ist jetzt unsere Feuer.